Mama, ich fühle mich nicht so gut. Ich habe Halsweh und mir ist so kalt. Ja, du hast sicher Fieber. Setz dich aufs Sofa und deck dich gut zu. Ich hole den Fieberthermometer. Was ist los, Lena? Ich bin krank. Oh je, dann gehe ich lieber in mein Zimmer. Ich will mich nicht anstecken. Also, lass mal schauen. Ja, 38 Grad. Willst du einen Tee trinken? Hm. Ich mach dir einen. Hallo. Hallo, Michael. Hallo, Papa. Du kommst schon von der Arbeit? Ja, mir tut alles weh. Oh je, Gliederschmerzen und Husten. Ach je, du hast auch Fieber. Lena ist auch krank. Ach hey. Leg dich doch ins Bett. Ja, okay, ist wohl besser. Ich mach dir auch gleich noch einen Tee. So, Lena, hier ist dein Tee. Aber Vorsicht, der ist noch heiß. Und den hier bringe ich Papa. Ach, er schläft schon. Dann geht es ihm aber wirklich nicht gut. Mama, denkst du, ich kann morgen in die Schule? Nein, Lena. Morgen bleibst du besser zu Hause. Dann muss ich Lisa Bescheid sagen. Ja, mach das. Hier ist das Telefon. Danke. Hallo, Lisa. Ich bin krank. Ich muss morgen zu Hause bleiben. Ich bin auch krank. Ich habe Fieber. Ich auch. So was Blödes. Der Hals tut mir auch weh. Mir auch. Da haben wir bestimmt das Gleiche. Ich will jetzt schlafen, aber wir können ja morgen mal telefonieren. Tschüss. Ist gut. Bis dann. Tschüss. Möchtest du was essen, Lena? Nein, ich habe keinen Hunger. Vielleicht lege ich mich auch besser ins Bett. Okay, komm, ich trage dir den Tee nach oben. Lisa und ich wollten uns eigentlich treffen und uns ein paar Spiele gegen Langeweile ausdenken. Jetzt müsst ihr erstmal wieder fit werden. Hoffentlich kannst du gut schlafen. Anna, jetzt ist Zeit fürs Bett. Ich bin auch schon müde. Schade, ich hätte gerne noch ein Buch angeschaut. Morgen wieder. Zieh dich um und geh Zähne putzen. Okay. Lena schläft auch schon. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Anna. Schlaf schön. Ach, armer Michael. Hat er jetzt so einen Husten? Aber ich kann so nicht schlafen. Ich leg mich ins Wohnzimmer. Hallo Mama, hast du im Wohnzimmer geschlafen? Ah, hallo Lena. Ja, Papa musste so husten, da konnte ich nicht schlafen. Wie geht's dir? Schon besser. Schön. Ich messe mal noch schnell Fieber bei dir. Immer noch leicht Temperatur. Hast du vielleicht auch ein bisschen Hunger? Nicht so recht. Vielleicht etwas Obst? Ja, das würde ich essen. Gut, hier bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Mir geht es schon besser, Papa. Aha, prima. Und wie geht es dir? Es ist schon viel besser. Super. Du scheinst auch kein Fieber mehr zu haben. Hallo Mama, ich fühle mich nicht gut. Oh, hat es dich auch noch erwischt? Tatsächlich, du hast auch Fieber. Was habt ihr euch da nur eingefangen? Scheint auf jeden Fall ziemlich ansteckend zu sein. Ich rufe gleich im Kindergarten und in der Schule an und melde euch ab. Es ist so langweilig, wenn man krank ist. Ja, was sollen wir nur den ganzen Tag machen? Ich werde nachher mal Lisa anrufen, wie es ihr geht. Machst du einen Videoanruf? Hatte ich zwar nicht vor, aber das wäre ja eigentlich ganz unterhaltsam. Papa? Ja, was? Kannst du mir das am Laptop so einrichten, dass ich mit Lisa einen Videoanruf machen kann? Ja, klar. Ja, bitteschön. Danke. Ich will auch mitmachen. Nur wenn du nicht die ganze Zeit dazwischen quatschst. Okay. Hallo, Lisa. Hallo. Coole Idee mit dem Videoanruf. Ich habe so Husten und immer noch etwas Fieber. Und ich auch. Mein Papa ist auch krank. Oh nein, alle krank? Nur Mama nicht. Ist euch auch so langweilig? Ja, sollen wir vielleicht etwas zusammen spielen? Ich muss im Bett bleiben, sagt meine Mama. Klar, ich meinte ja auch hier am Bildschirm. Ach so. Wir wollten doch sowieso Spiele gegen Langeweile erfinden. Jetzt können wir sie direkt testen. Super, hast du eine Idee? Ja, ich sehe was, was du nicht siehst und es ist rosa. Rosa? Das Kissen hier? Nein, die Hose deiner Schwester. Ach Nele, ich hab dich gar nicht kommen hören. Du musst wieder gehen. Ich will dich nicht anstecken.
Ich habe noch eine bessere Spielidee. Pass auf, ich decke jetzt kurz die Kamera ab und mache ein Geräusch. Du musst raten, was es ist. Eine Glocke? Nein, eine Tasse. Du rührst mit einem Löffel in einer Tasse. Ja, das stimmt. Ich mache auch ein Geräusch für euch. Das gluckert, es muss etwas Flüssiges sein. Gurgelst du etwas? Nein, ich weiß es. Darf ich sagen? Ja, okay. Eine Wärmflasche. Super, das stimmt. Wisst ihr was? Ich habe kürzlich etwas Lustiges an meinem Handy entdeckt. Das muss ich euch zeigen. Lisa, wo bist du hin? Ich suche mein Handy. Da kann man was sagen und es dann rückwärts abspielen. Ich finde es witzig. Daraus könnten wir auch ein Spiel machen. Ja, das ist gut. Ich schalte mich jetzt mal auf lautlos und nehme 3 Sätze auf. Ihr müsst dann nachher raten, was ich gesagt habe. Lustige Idee, ob wir das erraten können? So, hier bin ich wieder. Hier kommt der erste Satz. Furzen ist nach... Was soll das sein? Das kann kein Mensch erraten. Hier kommt die Auflösung. Krank sein ist doof. Was? Niemals. Achtung, hier der nächste Satz. Schnappen kann man selbst. Hört sich das lustig an? Unmöglich, das zu erraten. Das hört sich an wie eine Fremdsprache. Hier kommt die Auflösung. Meine Schwestern machen Quatsch. Einen Satz habe ich noch. Ich habe keine Ahnung. Was soll das bedeuten? Ich verstehe nichts, absolut nichts. Ich gehe gerne schwimmen. Das hat Spaß gemacht. Wir machen jetzt wieder Schluss, Lisa. Tschüss. 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 Mama, was ist los? Jetzt hat es mich auch noch erwischt. Oh nein, aber keine Sorge. Du wirst bestimmt bald wieder gesund. Und außerdem haben wir ein paar tolle Spiele, falls dir langweilig wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!